Willkommen bei Alte 4 Games. Mein Name ist Tim und wir spielen heute den Spezialfahrzeuge-Simulator. Ich verplapper mich schon beim ersten Satz, ich bin ein Genie. So, wir gehen gleich mal ins Spiel und spielen zweite Mission Busfahrer, denn Auslieferungen sind langweilig. Ja, warum Spezialfahrzeuge-Simulator? Nein, wir fahren hier keine nicht erfundenen Autos im Dritten Weltkrieg rum. Nicht ganz. Wir fahren... Ich fange mit dem Satz neu an. Astragon hat sich gesagt, wir haben einen Busfahrsimulator und einen Polizeisimulator und einen Lieferwagensimulator. Wir bringen einen Simulator auf, der all diese Spiele ineinander packt und daraus ein neues Spiel macht. Wir nennen ihn Spezialfahrzeuge-Simulator. Hier übernimmt man ganz alltägliche Dinge von irgendwelchen... Was war das gerade? Von irgendwelchen Berufen, zum Beispiel in diesem Fall Busfahrer. Und fährt einen Bus. Das Ganze hat eine sehr detailreiche Grafik. Guckt euch mal diese... Diese Grafik ist wunderschön. Na okay, sie ist nicht schlecht, aber die Weitsicht ist wunderschön. Da hinten ist schon der Horizont. So. Lassen die Busfahrer, die Leute, die einsteigen wollen, einsteigen. Wunderschöne Frau. Echt wunderschön. Wir können auch in die Außenperspektive gehen. Hier sehen wir zum Beispiel ganz viel. Wir können die nehmen oder die oder wieder die. Und Tür zu. Guckt euch mal diese Nadel auf dem Tacho an. Ich weiß nicht. Seht ihr den, der die ganze Zeit zuckt? Ich weiß nicht warum, aber naja. Egal. Weiter geht's. So. Wir fahren nun los, missachten die Verkehrsregeln, weil die mir eigentlich relativ egal sind, weil Verkehrsregeln was für Loser sind. Nein, eigentlich geht es in diesem Spiel darum, Verkehrsregeln zu lernen. Aber wir sind anders. Wir überfahren Leute und missachten Verkehrsregeln und zittern rum. Ich habe schon 8 Fehler gemacht. Da unten diese Fehleranzeige, das sind sozusagen unsere Punkte. Könnt euch das Spiel ja auch kaufen und gegen... Was? Der Typ läuft in unserem Bus. Schwarzfahrer, eindeutig. Achso, okay. Läuft jetzt aus dem Bus. Da gemerkt, dass ich ihn erwischt habe. Könnt ihr euch das Spiel ja auch kaufen und dann mit gegen mich spielen. Ihr müsst einfach ein Video hochladen. Also das Spiel hat kein Multiplayer. Ihr müsst einfach ein Video hochladen, wo ihr mehr Fehler gemacht habt als ich. Dann seid ihr besser. So. Das sind die Gebrüder Grimm, die durch diese Stange laufen. Und eine hässliche Frisur haben. Jetzt muss ich warten, bis sie sich hingesetzt haben. Dann kann ich die Tür erst zumachen. Dann kann ich weiterfahren. Weiß nicht, unser Busfahrer, der fährt... also erstmal wartet er nie auf mich, wenn ich noch hinterher renne. Macht immer genau vor meiner Nase die Tür zu. Und zweitens... man ist gerade eingestiegen und dann fährt er schon mit 100 in 3 Sekunden los. Also das ist... ganz normal in Hamburg. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch auf dem Dorf ist, aber ich bin hier eigentlich eine Vorbildfunktion für die ganzen Leute. Ich bin der beste Busfahrer der Stadt. So, da hinten stehen 2D-Fahrräder. Ich mach die Tür auf. Einer steigt aus, geht durch den anderen. Das sind 2 Personen ineinander. Da hinten gehen die gerade raus. Der steigt aus, geht durch die Tür, geht durch die Stange. Und hat sich nicht mal ein Ticket gekauft. So dreist. Erst durch die Stange gehen und dann kein Ticket kaufen. Na, was soll's. Ach, wir fahren einfach mal mit offener Tür. Kann nicht schaden. So. Blinker nicht gesetzt. Wo sollte ich hier einen Blinker setzen? Ich fahr geradeaus. Na, jetzt haben wir erstmal unseren Spaß. Achso, Fahrzeug ist liegen geblieben. Ich bin noch gerade gefahren. Na dann. Ja, das Spiel ist sehr gut, aber wir wollen uns nicht mit diesem Beruf verschwenden. Unser Talent mit diesem Beruf verschwenden. Wir wollen jetzt einen anderen Beruf ausführen, nämlich Polizist. Wir spielen jetzt bei der Polizei. Das ist auch sehr witzig. Das kommt an jedes Need for Speed ran. Wir starten an der Wand, drehen uns, bam, fallen fast um und werden beim Sex beobachtet. Ich kann mich nicht bewegen. Und meine Schadensanzeige steigt und steigt und steigt und steigt und steigt.
Oh ja, und dann haben wir mal eben verloren. Na, was soll's. Kann ja mal vorkommen bei diesem Beruf. So. Okay, dann starten wir jetzt nochmal von vorn. Wir fahren geradeaus. Sehen Autos aus dem Nebel kommen. Fahren immer schneller und schneller und schneller. Und jetzt da hinten sollen wir ein Auto... wir sollen einen Fahrer festnehmen. Durch irgendwie Sirene oder so. Ja. Bäh! Was? Zum... Habe ich ihn festgenommen? Nein! Er flieht! Er flieht! Schnell! Fasst ihn! Was soll ich eigentlich machen mit dem Auto? Ich mache mich nur selber kaputt. Ja, jetzt lass mich los! Ich habe dich festgenommen. Meine Fresse, ich bin schon wieder kaputt. Ja, meine Serie läuft immer noch. Okay, jetzt habe ich euch das Gameplay gezeigt. Das kommt an jedes Need for Speed an. Hier gerade Hot Pursuit, was gerade erschienen ist, dass das, also dieser Simulator übertrumpft das Spiel richtig. Das Gameplay ist viel abwechslungsreicher. Ich meine, man muss selbst repariert werden, das hat das neue Need for Speed gar nicht. Also, das Spiel ist doch eindeutig besser als jedes Need for Speed, was hier erschienen ist, oder nicht? So, dann fahre ich hier weiter mit 160 auf in der Stadt. Ja, ganz normal. So, okay, es passiert doch noch. Die Engine wurde nicht verbessert. Das Spiel hat Physics, die Physics Engine von Nvidia, was ja eine sehr gute Physik Engine sein soll. Und das zeigt es eindeutig auch. Aber ich will gar nicht mehr lange spielen. Ich will nur noch dieses eine Auto zerstören. Und dann höre ich auch erstmal auf. Weil das Spiel ist zu gut, um sich drüber lustig zu machen. Ihr seht ja, wie gut das ist. Wo zeigt der Pfeil eigentlich hin? Soll ich gegen die Wand fahren oder was? Muss ja irgendwie eine Auffahrt finden oder was? Oh toll. Mal Schilder können wir umfahren. Na okay, ich beende das jetzt einfach. Was ist das? Achso, so ein Schild, dass wir nichts im Auto lassen sollen, wenn es geklaut wird. Zumindest sind die Straßenschilder und sowas alle in Deutsch gemacht. Das ist zumindest eine gute Sache. Wäre aber auch schlecht, wenn nicht. Na egal, wir beenden das jetzt. Auf dem Nummernschild steht Fahrsim 10, obwohl es kein Fahrsimulator ist. Aber okay. Und sowieso 2011, denke ich mal, weil Astragon alle Spiele, die jetzt erscheinen, 2011 sind. Nun gut, ich beende das Video jetzt. GTA hat so eine ähnliche Mission und sind besser. Tschüss.